Trainern zu meiner linken, Herrn Gohr, der Trainer des TV Wittenberg zu meiner rechten natürlich. Harry Schmitz, Trainer des BHC, und wie es sich gehört, natürlich die ersten Worte über diese Begegnung vom Gästetrainer Jan Gohr. Aber natürlich auch erst einmal der Glückwunsch an den Sieger dieser Partie, 29:30. Am Ende besiegt der TV Wittenberg den Bergischen HC. Ein paar Sätze zu dieser Begegnung von Ihnen. Ja, zunächst vielen Dank für die Glückwünsche und schönen guten Abend. Wir sind immer noch so ein bisschen in dem Spiel drin, immer noch ein bisschen aufgewühlt. Ich denke, es waren 60 Minuten Handball, die von unglaublich viel Kampf und Leidenschaft geprägt waren und die spannender kaum sein können. Wir sind hierher gefahren und wussten, dass auf uns eine ganz, ganz schwere Aufgabe wartet. Bergische HC ist eine Mannschaft, die richtig gut besetzt ist und gerade individuell immer in der Lage ist, Akzente zu setzen. Und dass wir uns aber nicht verstecken müssen, das war uns auch klar, und deswegen haben wir unser Ziel einfach auch klar formuliert. Auch wenn es schwer ist, wir wollen hier um Punkte spielen, und ich glaube, so entschlossen ist meine Mannschaft dann auch hier auf die Platte gegangen, einen Raumstart hingelegt, unglaublich gut verteidigt, einen richtig starken Torhüter zwischen den Pfosten gehabt und einen Konter nach dem anderen dann laufen können. Dass das nicht so reibungslos weitergeht, ist allen klar, und ich bin besonders froh darüber, dass gerade in der letzten Viertelstunde, wo wir doch einen ein oder anderen Rückschlag dann hinnehmen mussten, wir es immer wieder geschafft haben, am Ball zu bleiben und auch ein kurzfristiger Rückstand uns nicht umgeworfen hat. Und ich glaube, das war gerade mental eine sehr, sehr starke Leistung meiner Mannschaft. Und aus dem Grund denke ich, dass wir hier verdient, wenn auch knapp, beide Punkte zum Schluss auf unserer Seite haben. Danke. Dankeschön an Gästetrainer Jan Gohr. Hadi, fangen wir mal gar nicht mit dem Spiel an, sondern wir fangen einfach mal damit an, was gestern Abend kurz vor Trainingende passiert ist in der Halle mit Jiří Vitek. Jiří hat heute nicht gespielt, warum? Ja gut, ich möchte trotzdem erstmal was zum Spiel sagen, dafür bin ich ja auch hier. Erstmal Glückwünsche an Jan. Also ich bin auch der Meinung, dass Wittenberg verdient gewonnen hat, weil sie einfach gelöster gespielt haben und einfach ihre Linie durchgezogen haben. Und das war schon okay. Wir haben natürlich die ganze Woche übertrainiert, haben uns sehr sorgfältig auf Wittenberg vorbereitet und gestern Abend beim Abschlusstraining, und zwar, also wir trainieren so immer von 17 bis 18.30 Uhr, hat sich eigentlich bei der letzten Aktion der Jiří bei einem Schuss, wo er auch einen kleinen Stoß gekriegt hat, dann verletzt. Und der Masseur oder unser Physiotherapeut hat mir dann sofort gesagt, das ist also etwas Ernstes, und wir haben ihn dann auch sofort ins Krankenhaus gebracht und geschaut, und da ist dann die Hiobsbotschaft gekommen, dass er auf jeden Fall für dieses Spiel und sicherlich auch noch für mindestens zwei andere ausfallen wird, wobei morgen übermorgen die Untersuchung sein wird und wir dann letztlich Klarheit haben werden. Hat also irgendwie hier an der Seite in einem Muskelbereich zwischen den Rippen hat er sich einen Muskel eingerissen, und wie schwer das ist, wissen wir nicht. Das war natürlich sicherlich ein Schock für alle, aber wir haben natürlich auch heute gesagt, wir wollen unbedingt zeigen, dass wir eine gute Mannschaft sind und dass wir so etwas wegstecken können, und jeder muss ein bisschen mehr kämpfen. Und ich habe jetzt im Nachhinein so das Gefühl, als wenn wir zu sehr auf diese Karte Kampf gesetzt haben. Also es war also so, dass zum Beispiel der Kenny Cleef heute bei der Treffung selber zum Kaffee trinken zum Tobi gesagt hat, wir kämpfen für dich und wir machen das mit. Und man hat gesehen, was dabei rumkommt. Beim Kenny hat also nur gekämpft und war überhaupt gar nicht gelöst, hat nicht Handball gespielt und hat dann natürlich nicht seine Leistung gebracht, und das ist umso schlimmer dann, weil uns die rechte Seite fehlte. Und wir haben natürlich keinen zweiten Linkshänder für diese Seite. Wir haben das mit Tim versucht, aber das ist völlig in die Hose gegangen, und wir haben dann einfach er versucht einfach zu spielen im Rechtshänder, der dann oft eingelaufen ist. Und eigentlich so ganz am Ende oder so Mitte der zweiten Halbzeit haben so langsam das umgesetzt, was wir eigentlich machen wollen. Das heißt, etwas länger spielen und dann versuchen wir, den Kreis zu spielen. Aber dann wieder bei der Überzahl war das ein bisschen weggeblasen. Und so muss man einfach sagen, gut, wir haben letztlich verdient verloren. Wir müssen jetzt ein bisschen losgehen und mal sicherlich intern, glaube ich, den Dampf rausnehmen. Ich muss übrigens arbeiten sehr ernsthaft und vielleicht etwas zu ernsthaft. Wir müssen etwas lockerer werden, denn wir haben völlig blockiert in der ersten Halbzeit gespielt, das war erschreckend.
Und das hat ja Gründe und na gut, wir werden darüber sprechen und wir werden wieder angreifen. Das ist noch nichts passiert. Ich denke, dass, ich habe ja gesagt, in dieser Saison wird vieles passieren und wir werden nicht von unserem Ziel abrücken. Nämlich ganz oben mitspielen zu wollen und letztlich auch aufsteigen zu wollen. Und wenn ich die Mannschaft sehe, wie sie arbeitet, wie ernsthaft sie arbeitet, dann bin ich auch gar nicht von diesem Ziel abrücken. Adi, jetzt hat man sicherlich dieses Spiel nicht 4 Sekunden vor Schluss verloren, aber ich möchte trotzdem nochmal auf diese letzte Situation zu sprechen kommen. Ich denke mal, das sollte ein Camper-Trick werden. War das so abgesprochen in der Auszeit? Ja, sicher. Wir haben, also ich denke, jede Mannschaft hat irgendwie so ein, irgendwie was, was sie dann letztlich als Verzweiflungstag macht. Und das haben wir natürlich versucht, aber ich glaube, Rittenberg hat auch. Hat das so ein bisschen gewusst, hat darauf hingearbeitet und ich habe dann allerdings unserem Linkshänder gesagt, dem Tim gesagt, höchstwahrscheinlich warten sie da drauf und deshalb musst du einfach marschieren und du wirst die Lücke haben, weil sie auf diesen Kämpfer warten und so war es auch, aber wie gesagt, der Tim hat heute sicherlich nicht, hat nicht diese Lockerheit gehabt, das auszunutzen. Jan Gohr, der BHC, die HSG Düsseldorf, vor dieser Saison ganz klar als Favoriten auserkoren in dieser Liga. Einer von beiden wird aufsteigen, einer von beiden erreicht die Relegation, vielleicht steigen beide am Ende auf. Der TV Hüttenberg passt aber, glaube ich, auch da oben ganz gut hinein, oder nicht? Linde, das sind unsere Fans, die sowas sehr, sehr gerne hören. Also Spaß beiseite. Wenn wir sportlich so zur Sache gehen wie heute, wenn wir so eine Leistung bringen, dann können wir jede Mannschaft in dieser Liga schlagen, das ist ganz klar. Ein riesen Unterschied ist aber folgender. In meiner Mannschaft spielt kein einziger Profi. Die Jungs kommen nach der Arbeit oder wie auch immer dann ins Training. Ich kann nicht immer trainieren, wenn ich trainieren möchte. Ich muss sehr viel Rücksicht darauf nehmen. Und deswegen ziehe ich immer wieder Woche für Woche den Hut vor den Jungs, was die für eine Doppelbelastung dort schaffen. Und ich kann nicht sagen, ob wir jede Woche so eine Leistung dann aufs Parkett bringen. Und ich glaube auch nicht, dass der TV Hüttenberg, wenn man das Umfeld und so weiter sieht, was sich kontinuierlich entwickelt, aber schon im Konzert der Großen mitspielen muss oder dass man sich behaupten muss. Und von daher weiß ich wohl, was wir können, aber ich denke, wir sind gut beraten, weiter solide zu arbeiten und auch ein bisschen stolz zu sein auf das, was dann letztlich herumkommt. Und das werden wir dann spätestens nach dem 34. Spieltag sehen in dieser Saison. Ich darf mich bedanken bei beiden Trainern, bei Jan Gohr, euch eine schöne Heimreise. Hadi, natürlich auch ein Dankeschön an dich. Ich denke mir, nach so einer Partie ist es nicht gerade einfach, hier oben direkt sich hinzustellen und Rede und Antwort zu stellen. Dankeschön dafür. Ihnen einen schönen Samstagabend und noch ein schönes Restwochenende. Wir sehen uns dann hoffentlich wieder beim nächsten Heimspiel hier in der Bayersporthalle in Wuppertal, sondern am 18. September, dann hier zu Gast die HG St. Louis. 18.15 Uhr Anruf und dann hoffentlich auch mit einem besseren Ende. Dankeschön, schönes Wochenende.